Buddy Weiss trifft im Fischerpark in Wiener Neustadt den Musicalstar Maya Hagford. Sie spricht über ihre sagenhafte Karriere, gibt zu, was sie tun würde, wenn sie für einen Tag ein Mann wäre, und verrät, ob sie schon mal Drogen genommen hat. Ja, Maya, wir starten gleich mit einem Wordrap. Okay. Obst oder Gemüse? Gemüse. Okay. Der meistgehörte Song in meiner Playlist ist? Fragile von Sting. Camping oder Luxushotel? Okay, naja, wenn ich wählen darf, dann nehme ich doch das Luxushotel. Musical ist für mich? Mein Leben. Du hast ja so viele Musical-Hauptrollen gespielt, aber gibt es da immer noch so eine Rolle, wo du sagst, das war meine Lieblingsrolle? Kann man sowas sagen? Ja, gut, es war doch die Elisabeth. Schon, gell? Weil es mir so unglaublich viel auch schauspielerisch gebracht hat, weil du, das Gute bei Elisabeth ist, du spielst von 14 bis 61 fast, ja, und da gehst du durch alle Lagen deines Lebens durch und du musst über deine Alter spielen, also als ich mit 27 angefangen habe. Ich frage mich immer, ist das nervig für so einen Star wie für dich, wenn dann jemand kommt und sagt, kannst du einen Song aus Elisabeth anstimmen? Denkst du, oh, ist überhaupt nicht nervig. Würdest du für mich einen Song anstimmen? Ich warte auf Freunde und suche Geborgenheit. Ich teile die Freude, ich teile die Traurigkeit. Doch verlang nicht mein Leben, das kann ich dir nicht geben. Denn ich gehe nur mir. Ich sage vielen, vielen Dank. Aber es gibt ja News bezüglich Elisabeth, gell? Ja, es ist ganz... musst du uns jetzt verraten. Was erwartet uns jetzt? Ja, ich darf wieder nächstes Jahr am 29. und 30. Juni und 1. Juli vor Schloss Schönbrunn die Elisabeth verkörpern. Und das ist echt ein Highlight. Du lebst seit 1994 in Österreich. Was würdest du sagen, ist so richtig typisch österreichisch an dir geworden? Ja, ich genieße schon die Gemütlichkeit und auch, muss ich auch sagen, den Luxus, die es hier in diesem Land gibt, weil es gibt alles, außer das Meer, das ja, hat's nicht, aber es gibt wirklich alles. Was würdest du sagen, was machen Niederländer besser als Österreicher? Gibt es irgendwas, was ihr viel besser könnt wie wir? Sie sind unternehmungslustiger. Okay. Ja, bei uns hört man ziemlich schnell ein Ja oder das schauen wir uns an oder sind lösungsorientiert. Hier hörst du erstmal Na. Und wir sind mit der Sprache sehr fit, weil wir Holländisch, Deutsch und Englisch und manchmal auch Französisch gut können. Du lebst ja mit deinem Mann und deinen zwei Söhnen in Brunnengebirge. Ja. Was würdest du sagen, ist der Vorteil, mit drei Jungs in einem Haushalt zu leben? Also von meinem Partner muss ich sagen, er hofiert mich und lässt mich sehr Frau fühlen in diese Männer. Konstellation. Okay. Und ich habe auch noch einen Hund, der ja. Mann ist. Ah gut, also viele gleich. Okay. Ja, ja. Es ist natürlich schon, manchmal, wenn ich die Töchter von meiner Schwester sehe, dann denke ich mir, no, also ich warte auf die Freundinnen, die kommen. Wenn du einen Tag in deinem Leben Mann sein könntest, was würdest du gern machen? Mit deiner Frau schlafen und zu schauen, wie das ist. Herrlich. Ich glaube, dass stimmt, es das ist. Das ist er. Ja, weil man weiß es ja nicht, was der andere genau macht. Aber ja, dann würde ich mit einer Frau schlafen wollen, um von der anderen Seite zu sehen, wie es ist. Wir sind heute im Fischerpark in Wiener Neustadt. Ja. Was würdest du sagen, was bist du für ein Shopping-Typ? Also ich shoppe sehr, sehr gerne im Ausland, okay. Weil dann bin ich meistens alleine und dann habe ich mehr Zeit. Also jetzt mit Weihnachten shoppe ich gerne, okay. Aber ich fange irrsinnig früh an. Du hast uns heute schon einen riesen Guster auf deine Elisabeth-Rolle gemacht. Was gibt es noch so für nächste Projekte, auf die wir uns freuen dürfen? Ja, jetzt mit Weihnachten gibt es vieles. Am 16. Dezember bin ich in Wieselburg in der Messe und dann am 17. sind wir in Wiener Neudorf und am 18. bin ich in diesem neuen Weihnachtsalmmarkt, heißt das der Alm-Adventmarkt. Ah ja, das habe ich gehört. Ja, das ist ein Prater, gell? Oder? Ja, das ist ja, ganz okay. Nah am Prater. Ja, und im nächsten Jahr gibt es ja auch spannende Projekte. Darfst du uns da schon was verraten? Ja, also ich bin am 22. Februar zu sehen mit This is the Greatest Show in der Stadthalle. Das ist ein großes Musicalprogramm. Und dann bereite ich mich vor für Cabaret in der Bühne Baden. Auf meinem Instagram-Account haben die User und Userinnen die Möglichkeit gehabt, dir eine Frage zu stellen. Ah. Das Serhan fragt, hast du schon mal Drogen ausprobiert? Never. Echt? Als Niederländerin? Nein, also ich habe das ist nicht gelogen, ich habe zweimal, als ich 19 war, als ich alleine in Frankreich in Urlaub war, habe ich einen Joint geraucht beim Konzert von Al Jarreau. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert, wo die Franzosen, Kollegen von mir zu mir gekommen sind nach Amsterdam. Und dann bin ich so krank geworden, und das war das zweite Mal.
Und ich bin so krank geworden, dass ich gedacht, das war das letzte Mal. Nie mehr. Also ich habe zweimal in meinem Leben ein Joint geraucht, mit 19. Der Arthur fragt, wer bringt dir in deinem Leben die meiste Freude? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein Beruf. Und danach kommt sofort die Familie. Weil eigentlich müsste ich es andersrum sagen, aber schau, beim Beruf habe ich mehr das Gefühl, das kann ich, das habe ich gelernt. Da war ich lange auch im Unterricht und Schule und alles. Bei den Kindern bin ich immer noch im Prozess, weil sie sind noch nicht frei. Sie sind erst frei, wenn sie ihr eigenes Studium abgeschlossen haben und wo sie dann im Leben stehen und ihr eigenes Geld verdient haben. Dann habe ich meine Arbeit erst gemacht. Es ist natürlich auch nicht so einfach für Kinder, eine erfolgreiche Mutter zu haben, weil sie dann auch immer denken, ich muss diese Leistung auf meine Art auch bringen. Und da muss ich auch ganz vorsichtig damit umgehen. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf beide. Mhm, schön. Maja, ich sage vielen Dank. Gerne.